herzlich willkommen. Ich muss unter die Motorhaube schauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren lauten Folge von Fallout Tactics. In der letzten Folge haben wir es ja endlich geschafft, die Roboter in der einen Mission zu bekämpfen. Es gab eigentlich vom Prinzip auf der Karte, wo wir hingeschickt wurden, keine Roboterfabrik. Und die paar überlebenden Menschen, die es da gab, haben uns zwar ein paar Tipps gegeben, aber naja, sie wollten eigentlich die Bruderschaft nicht dabei haben. Zumindest der eine, der hat nur noch alles grau gesehen, hat die Welt gehasst und naja. Wir haben es aber allerdings, wie gesagt, geschafft, die Roboter dort zu besiegen. Allerdings auch nur deswegen, weil der Beruhigungsspot zerstört wurde. Dort halt nicht ganz einsatzfähig war, weil der in diesem Gebäude war, was eingestürzt war und dementsprechend nicht so Befehle erteilen konnte und die Roboter dann nicht so koordiniert arbeiten konnten. Und naja, es gibt auch noch eigentlich weitere Roboter-Typen als Gegner. Die werden wir noch kennenlernen und ich werde sie fürchten lernen. Naja. Gut, ich habe offline, wie gesagt, dann ein bisschen was verkauft. Halt den ganzen Plunder, den ich brauchte. Stein. Hat jetzt auch eine Power-Rüstung, wie man unschwer erkennt. Ich habe ihn ja schon stärker verbessert. Also er kann jetzt auch das Ding hier benutzen, dieses Geschütz. Vindicator, oder wie man das Ding ausspricht. Kann er jetzt benutzen. Und ja. Vielleicht nehme ich auch immer einen Flammenwerfer mit, wo ich denke, ein Flammenwerfer gegen Roboter, weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich meine, die Elektronik könnte schmelzen, aber weiß nicht. Wie auch immer, hat es auch das Ding mal, kann er bis benutzen und ja. Und sonst würde ich dann, wenn ich eine neue Power-Rüstung kaufen könnte, würde ich dann vielleicht Jax eine geben oder Stitch. Also Farsight und New würde ich keine geben. Die sollen ruhig die Dinger nutzen weiter. Oder falls ich was anderes finde, was auch besser ist wie das, aber keine Power-Rüstung, würde ich denen ja das geben. Jax würde ich auch gerne noch eine Power-Rüstung geben, alleine weil der ein bisschen mehr tragen kann und ja, würde nicht schlecht sein. Aber Stitch wäre es auch nicht schlecht, weil der ist halt an vorderster Front und wenn der noch ein bisschen mehr Schutz hat, wäre bei ihm eigentlich auch nicht verkehrt. Gut, wollen wir zur nächsten Mission fahren. Fahren wir mit unserem lauten Gerät mal vor. Nach Newton. Da müssen wir dann diese, genau von denen hier, die Anführer retten, damit die uns so einen Prototyp von einer Waffe geben. Nein, ich bin jetzt keine Weaver und Mutanten. Nein. Nein. Ach, da hinten ist das. Aber hier war schon mal gewesen, wie man sieht. Oder? Nee, eigentlich nicht. Wo ist jetzt schon mal eine Zufallsbegegnung, eine besondere? Gehen wir mal mit dir hin. Speichere ich mal ab. Aber ich denke mal, das müsste jetzt eine Dorfbewohner. Was, die hält sich für ganz besonders stark. Dorfbewohner, Dorfbewohner. Was, mit den kanadischen Abschauen? Mit euch reden wir gar nicht. Wir haben euer Land schon einmal angenommen, werden es wieder tun. Was? Ich gehe nochmal raus, ich will mal sehen, was das hier für eine Zufallsbegegnung sein soll. Ich bin kein Kanadier. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist meine Spielfigur doch kanadisch, aber ich denke es mal nicht. Achso, ich muss ja die anderen auch da draufstellen, sonst geht das nicht. Ich will nur mal kurz sehen, was das eigentlich für eine Zufallsbegegnung sein soll. Ich meine, ich besiege die locker, aber ich will die eigentlich nicht töten. Los, Trupp! Kanadische Invasion, aha. Und wenn ich sage, nicht schießen, freundlich. Ich glaube, die schießen garantiert sowieso, egal was ich mache. An uns kommen sie nicht vorbei! Ja, es ist schon als Feinde markiert. Nein, du musst. Gut, geht vor. Wenn die uns angreifen, ist es nur rechtens, wenn wir uns verteidigen. Denn wir haben den Streit nicht gesucht. Nackte Elche. Eiterspeer. Ja. Bisschen Munition und so. Ist okay. Oh, Kanister Säure. Säurespritzer. Jetzt habe ich endlich auch ein Gerät, womit ich diese Säurekanister, die wir gefunden haben, listen. Mission, dass ich die Dinger auch benutzen kann, weil ich hätte ja keine Waffe dafür. Ich muss allerdings dann auf der Weltkarte mal
zusehen, dass ich dann mein Auto erreichen kann, bevor ich dann bei der Mission da bin. Damit ich jetzt nicht das, was jetzt unnötig ist, mit mir rumschleppen muss die ganze Zeit. Da ist ja noch einer. Ah, ich hab mir jetzt... ja. Dass ich jetzt nicht dann alles Unnötige mitnehme. Die sind auch zwei übereinander, das ist ein bisschen blöd, aber wenn du die plündern willst. So. Sonst gibt's ja eigentlich nichts, wie es aussieht. Na gut. Zum Ausmaß jeden nachladen lassen, lieber schnell. Ich hab lieber immer alles nachgeladen, bevor es zu einem Kampf kommt. Macht mehr Sinn. Na komm, trau dich. Newton. Genau, bin ich schon mal ein bisschen rumgegastert, als ich mal offline lang gegangen bin. Habe ich euch zumindest hier mal gezeigt, die ganzen Begegnungen. Irgendwann muss ich auch noch mal offline ein bisschen weitermachen, dass ich dann noch ein paar Gebiete weiter erkunde vielleicht. Das mache ich dann vielleicht, wenn wir dann einen neuen Bunker erreichen. Dass ich dann vielleicht sage, wenn der neue Bunker wird vielleicht hier irgendwo sein. Dass ich dann vielleicht sage, komm, ich erkunde dann vielleicht hier dieses ganze schwarze Gebiet hier unten. Aber auch das würde ich gerne erkunden. So, jetzt fahre ich mir noch ein Stückchen weiter. Dass ich hier Zugriff auf mein Fahrzeug habe. Da kann ich nämlich Kate dann die Munition hier rein tun lassen, dass ich hier nicht sinnlos irgendwas durch die Gegend schleppe. Pfadfinderbuch, das könnte ich. Foresight geben, so. Was? An der Hand gefertigte Einzelfeuerpistole. Zip-Pistole. Spitzer Stab. Und Bier. Stecheisen, ey, ey, ey. 5 bis 9. 6 bis 9. 2 Reichweite. Ja, der spitze Stab ist vielleicht nennt sich gar nicht mehr so schlecht. Als Nahkampfwaffe vielleicht, der hat. Er hat aber 10 bis 24, also ist der spitze Stab. Jetzt auch nicht so gut dafür. Das liegt ihm auch mal fort. Heilpulver, ja, können wir behalten. Das tue ich aber auch mal weg. Das tue ich weg. Wie sieht es mit dem Ding aus eigentlich? 22 Reichweite, 6 bis 12 Schaden, gut, das ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Allerdings, Einzelschuss und so. Wenn da gegen Roboter kämpfst und alles, ich glaube, da bist du eher tot, bevor du nennenswerten Schaden angerichtet hast. Also weg damit. Und das Ding? 24 Reichweite, 10 Munition, 5 bis 25 Schaden, Säurespritzer. Abgewandeltes Wassergewehr. Das Knallbund äußert von dieser scheinbar harmlosen Waffe täuscht über die Tatsache hinweg, dass sie aufgrund eines Keramiküberzugs auch mit Säure befüllt werden kann. Ich meine, wir haben hier irgendwo hier Säure dabei. Wer von denen ist eigentlich der stärkste? Jo, ich könnte ja vielleicht Jo das Ding geben. So als Zweitwaffe vielleicht. So. Tut ihr das Ding wieder hier hin? Akte Elche, Handlanger-Magazin, Papiere, Fahrzeit. Habe ich die Fahrzeit eigentlich das Heft gegeben? Das Pfadfinderhandbuch habe ich ihr doch eigentlich gegeben, oder ich wollte es ihr geben. Da habe ich wieder mal mich verklickt, habe wieder jemand anderes das gegeben. Naja, ist das Stein, diese Waffe. Ich wollte aber dir die Waffe geben. Ach, wenn wir dieses Verklicke manchmal hier. Aber ich sehe es jetzt auch gerade nicht. Hm. Ich fahre nicht, dass ich das aus dem Auto geschmissen habe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Solange das Ding fährt, kann ich mal kurz hier nachsehen. Ob es nicht hier irgendwo drin ist, dieses Pfadfinder-Häppchen. Aber ich denke mal nicht. Ach ja, wenn ich schon dabei bin, könnte ich doch eigentlich
Jax das Plasmagewehr geben, eins. Denn ich glaube, das Plasmagewehr ist eigentlich besser wie dieses Lasergewehr. Ach, keine Ahnung, wo dieses Heft jetzt ist. Hast du gesagt, das Heft liegt natürlich jetzt draußen auf dem Fußboden. Auf dem Dreck. Im Dreck. So, das kannst du jetzt gleich nehmen. So. Mal sehen. Das hat 45 Reichweite, 23 bis 50. 35 bis 60, 35 Reichweite, was hat der gehabt? 45, gut, der hat also 10 Reichweite mehr. Allerdings ist halt der Schaden von dem Ding halt besser. Ich könnte ja auch dann später sagen, ich würde vielleicht, weil Jax hat ja eine Wahrnehmung von 6 im Moment, 7 von 10, dass vielleicht, weil er nicht so eine hohe Reichweite hat, vielleicht das Lasergewehr behält und sie dann später vielleicht dafür, dass... Das könnte ich machen. Na genau, so mache ich das. Sie bekommt, weil sie eine höhere Reichweite hat, in dem Sinne, weil sie kann halt besseres Ziel nach vorher Distanz, dass sie dann nämlich das Plasmagewehr bekommt und er benutzt das Lasergewehr, weil wie gesagt, er hat eine Reichweite, die zwar hoch ist, obwohl, nee, doch, ich mach's doch umgekehrt. Ja, ich weiß, ist vielleicht jetzt noch ein bisschen hin und her schieben, aber jetzt habe ich das Ding noch rausgeschmissen. Mensch. Liegt das garantiert natürlich auf dem Fußboden. Ach, Spiel, warum machst du sowas? Warum schmeißt du irgendwelche Sachen, auch wenn ich das mit Fahrzeug habe, alles immer raus? Verstehe ich nicht. Wie gesagt, er hat nicht so eine hohe Reichweite durch seine Wahrnehmung und da ist das Ding vielleicht doch besser. Da hat er wenigstens gleich mehr Schaden. Und sie nutzt erstmal in der Zeit noch vielleicht mal das Ding so ein bisschen. Na gut, bei 140 bis 200, ich könnte vielleicht ihr auch ein Plasmagewehr geben. Ich muss erstmal nur die Munition finden dafür. Hier ist eine Flammenwerfer, könnte ich vielleicht auch irgendwann mal einsetzen. Ich gebe ihr mal 75 Schuss. Und gebe ihr... Ach komm. Sie kommt auch den Plasmawerfer. Plasmawerfer. Ist ein Plasmawerfer für den besser vielleicht als der andere? Ich weiß, jetzt muss ich auch erstmal ein bisschen nachsehen, weil... Na komm. Ach. Ich kann nicht aus dem Auto heraus das hier reinmachen. Das ist so ein Schwachsinn. 35 bis 60. Ja, ist genau dasselbe. Macht keinen Unterschied. Weiß nicht, warum das ein extra war, nicht hier als Stapel angezeigt wird. Und die Frage, soll ich hier auch lieber das Lasergewehr geben, weil das hat wie gesagt eine höhere Reichweite. Allerdings, ich bin lieber einer, ich habe lieber mehr Schaden als Reichweite. Und zumindest habe ich gerne einen Kompromiss. Ich meine, das Lasergewehr ist nicht schlecht, wenn du eine hohe Reichweite hast, aber andererseits finde ich in dem Fall, dass der Schaden naja, besser ist. Deswegen nutze ich das, speichere ab und dann fahren wir weiter. Ah, dieses Fahrzeug ist sowas von langsam. Aber ich weigere mich, bei Jo diese Fahrfähigkeit zu verbessern. Ich meine, da würde ich sie auch ein bisschen schneller fahren können mit diesen Dingern hier. Allerdings, naja, so oft fahren wir nicht unbedingt an einer Mission oder halt in einer Folge des Let's Play. Also, ich weiß nur nicht, macht das Fahren auch was aus, wenn ich durch die Weltkarte fahre oder nicht? Speichern. Das ist halt die Frage, macht das auch, wenn ich hier rumfahre, etwas aus, dass ich da schneller unterwegs bin oder nicht? Theoretisch müsste es auch ein bisschen was ausmachen. Nein, ich will keine Reaver. Ich will nur hier ein bisschen erkunden, wenn ich schon mal hier bin. Nein, verdammt nochmal, ich will ja keine Roboter jetzt haben. So. Rühren. Ich habe eine teils gute, teils schlechte Nachricht für dich, Krieger. Ein Gesandter der Reaver-Bande hat uns vorhin mitgeteilt, dass eine große Gruppe Roboter das Hauptlager der Reaver in Newton dem Erdboden gleichgemacht hat. Die Reihen der Gangster wurden durch die schweren Angriffe stark geschwächt. Wenn wir nicht eingreifen, werden sie bald vollständig vernichtet sein. Normalerweise wären wir froh darüber, wenn sich unsere Feinde gegenseitig dezimieren. Doch die Reaver haben uns ein Angebot gemacht. Ihre Organisation hat aus Roboterteilen, die sie sich zusammengesucht haben, eine völlig neue Waffe entwickelt.
Sie nennen diese ein EMP-Gerät. Diese Waffe hat eine verheerende Wirkung auf elektronische Geräte. Mit Hilfe dieser Waffe konnten die Reaver einen Großangriff der Roboter überstehen, doch auf die Dauer wird auch sie nicht ausreichen. Sie haben sich damit einverstanden erklärt, der Bruderschaft einen Prototyp dieser Waffe samt Bedienungsanleitung zu überlassen, wenn wir im Gegenzug ihre vier obersten Anführer aus Newtons Junk City retten. Dies könnte uns den Vorsprung vor den Robotern geben, nachdem wir schon so lange suchen. Für den Weg nach Newton wirst du eine Karte bekommen. Triff dich mit den vier Ältesten an der Endposition. Dann werden sie mit einem Panzerfahrzeug mit Eskorte hierher gebracht. Wegtreten! So, das ist schön. Also, hier ist die Startposition, hier ist deine Endposition. Hier triffst du dich mit den vier Ältesten, um die Mission abzuschließen. Also muss man wahrscheinlich auch, wenn ich abhauen will, auch wirklich auch hier hin. Na gut, die Leiterin der Sanitätsdivision ist in diesem Gebäude verbarrikadiert, also gleich in der Hütte hier. Der Botschafter hat sich in dem Lagergebäude verbarrikadiert. Also klar, gehen wir am besten dann hier lang. Am besten hier erstmal lang. Dann am besten hier die Straße lang. Hier befindet sich das Forschungslabor, da wird bestimmt was Wertvolles sein. Die vier. Der General und seine Leibwache sind in einer alten Nuka-Cola-Fabrik hier. Was ist das? Hier befinden sich die Gebäude der Weaver-Basis. Ah ja. Na gut. Speichere aber erstmal ab. Einen festen Spielstand. Nochmal schnell speichern. So. Erstmal auf defensiv machen. Ich nehme hier Generatoren, wie es aussieht. Kommt man vielleicht hoch. Hier komme ich vielleicht rein, dass ich vielleicht hier hochkomme. Hier ist schon mal einer, den ich retten muss. Alles zugesperrt, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Da muss ich dann wahrscheinlich hier durch. Naja, entweder sind hier die Weaver oder ich könnte mir vorstellen, dass hier die Roboter sind. Starler, hier ist auch einer verschanzt. Glaube ich mal, dass die sich gut verschanzen hier, diese Kerle hier, diese Weaver. Wenn wahrscheinlich hier zwischendurch immer Haufen Feindes sind, hier soll auch einer sein. Das wird gleich diese Nuka-Cola-Fabrik sein, glaube ich. Ah, hier ist die Nuka-Cola-Fabrik. Das ist das Lagerhaus. Hier ist die Nuka-Cola-Fabrik. Das ist, glaube ich, der General, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und hinten ist also eigentlich die Basis von der Bande hier. Aber ich komme natürlich hier nicht durch, wie es aussieht. Oder, obwohl ich glaube, hier komme ich durch. Da käme ich theoretisch auch hier schön lang. Käme hier lang. Naja, mal sehen. Erstmal sehe ich zu, dass ich erstmal in das Gebäude reingehe. Ist schon mal ein toter Weaver. Ja, hier steht schon so einer. Und da schießt schon einer. Na gut, wenn ich das schon mal weiß, dann könnte ich vielleicht, wenn ich hier durchschießen kann, dich hier nach hinten tun. Ach, du machst das erstmal mit deinen. Kannst du von hier aus schießen? Ja. Hydraulischer Druck fällt. So, ihr geht schon mal hier hin. Stitch, mein Kumpel. Du gehst schon mal hier hin. Ihr beiden macht auch auf aggressiv. Geht hier hin. Rein mit euch. Scheint nur dort eine zu sein. Das müsstet ihr ja schaffen. Also. Nachladen. Ach, der ist aber noch nicht kaputt. Der ist noch nicht kaputt. Geht aber ein Stückchen vor. Ihr beide geht schon mal hier hin. Von allen Seiten anzugreifen ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Da müsste da gleich hinüber sein. Fast zerstört. Und kaputt. Das war's schon. Schnell nachladen überall. So, jo. Jo. So, Jo, du darfst erstmal plündern, was? Na, keine Ahnung, wen der angreift. Doch, hier ist einer. Ja, genau, nehmen wir ein bisschen Schnitzelfleisch mit und so. Oh, da ist einer. Verwundet. Da
geht doch gleich mal hin und begrüßt mal den guten Roboter hier. K.O. geschlagen, ja, da steht nicht mehr auf. Bis der wieder aufsteht, müsste der kaputt sein. Bum, bum. Schwer beschädigt, ist auch gleich kaputt. Schnell nachladen. So, du kannst auch gleich mal ein bisschen weiter vorgehen. So. Stitch. Nehmen wir mal Jax. Ah, Kaliber 50. Na ah, gut. Warum hast du eigentlich solche Munition euch? Ach ja, das ist andere Munition, klar. Stein. Ah, wie lange brauchen denn die? Ich dachte. Ah, der ist jetzt kaputt. Gut. Ich wollte schon sagen, wie lange braucht die eigentlich? Ladet mal bitte alle nach. So. Das ist wie so eine Art Stahlwerk, wie es aussieht hier. Das ist noch das geschmolzene Eisen oder das Erz. Was hat der dabei? Ach, du hast natürlich Energiewaffen dabei. Das wäre etwas für Jax. Du hast dagegen hier wieder Munition. Und du gehst die Treppen hoch. So, das nimmst du mit. Du kannst das mitnehmen, was der dabei hat. So. Ist hier noch etwas, was ich mitnehmen könnte? Na, sieht nicht so aus. Stitch, was hast du hier oben? Na, ich könnte eigentlich theoretisch dich auch hier hochschicken. Dann gehst du gleich mal hier hoch. Das ist eine gute Position. Farsight, du auch, du bist ein Scharfschütze. Du da oben schon mal bist, das ist sinnvoll. Na komm, Jo hat eigentlich auch eine Wahrnehmung, die ist eigentlich annehmbar. Ah, die Sicherheitsbots sind auch schon da hier. Bei dem muss man sich auch in Acht nehmen. Na komm, geh hoch. Stell dich schon ein bisschen weiter vor. Stitch, du Kunst nochmal, Werkbank. Ist nicht ganz ein Generator, wie man sieht. Oh, das war mal nicht schlecht. Bisschen Sprengstoff, Medizinköfferchen und Munition. Ich geh's auch nochmal hoch. Könnte ich also auch nochmal hochgehen. Spare ich nochmal gleich ab. So. Ist nichts weiter. Ist ein verwundeter Stitch. Nichts. Die Werkbank hatte ich eben angesehen. Gut. Was analysiere Gegner? Oh, hier ist noch irgendwo einer. Mach mal eine Salve. Ducke dich. Ach, das sind die neuen Gegner. Die habe ich gemeint. Eilbot, diese spinnartigen Dinger. Die machen so viel Schaden, diese komischen Dinger hier. Ja, das hat er natürlich auch schon einiges abbekommen. Das ist natürlich ist nicht so ideal eigentlich. Naja, gut, das ist trotzdem mal. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel Schaden nehmen, schon ehrlich gesagt. Was kannst du mitnehmen? Die Munition nimmst du mit. Du kannst dort aufstehen. Mitnehmen. Gut. Bis ich einmal die Munition habe, kann ich erstmal das nutzen. So. Und ich denke gleich was dabei, das sind ja gleich nur Nahkämpfer, dem ja glaube ich keine Munition. Nee. Ja, ich sag, das sind schon. Wenn die in Nahkampf kommen, dann gibt es ja dann viele von denen. Relativ viele, die, naja, wenn die angreifen, das merkt man schon. Ah, Jax hat den Sicherheitsbot kaputt gemacht. Wollte schon sagen, ich hätte doch noch einen hier unten stehen gehabt.
hier bekommt man den Panzer, wollte ich sagen. Hier sehe ich da irgendwas Graues auf der Karte. Ein Panzer! Jo! Jo! Ich habe nur vergessen, wem ich den Koffer gegeben habe. Ich glaube, Stitch hat den. Oder? Irgendjemand hat den Koffer von den genommen. Nee, Stein hat den. Wer ist denn das? Du? Gib ihr mal den Arztkoffer, den Werkzeugkasten. Dann können wir nämlich den Panzer gleich reparieren. Aber du bessere Fähigkeiten hast ohne diese blöde Rüstung. Die Rüstung weg. Na, gleich kommt noch nicht. Weiter mit dem Panzer. Ich muss den erstmal reparieren. Natürlich kann ich also mit dem Panzer theoretisch rumfahren. Eventuell. Wohl. Andy muss hier mit dem Panzer durchkommen. Das macht jetzt eigentlich auch keinen Sinn. Andy muss hier denn diese Tore aufkriegen. Na komm, reparier doch das Ding da. Hat auch immer noch 60 Trefferpunkte. Nur 91, weiß ich. Steht nicht da, dass der komplett repariert ist. Also muss ich noch was machen, wie es aussieht. Schon repariert, na gut. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Oh, wir haben einen Panzer. Na komm, du mach dich auch mal gleich rein hier. Ist natürlich doof, dass ich jetzt keine Munition für das Geschütz habe. Das ist natürlich jetzt der große Nachteil. Ich habe keine Munition für das Geschütz. So, du gehst mal hoch. Ich dass hier oben auch noch irgendwelche Gegner vor uns warten. Ja, da kommt es zu Vieh. Ah, die können wenigstens hier nicht hochklettern. Das ist gut. Aber trotzdem geht du lieber auch mal hoch. Nicht, dass der auf die Idee kommt, dich anzugreifen. Ja, es kommt auf die Idee, Sitch anzugreifen. Geh du auch hoch. Jetzt läuft er weg. Bleib stehen. Ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben. Na komm, Albert, du bist schwer beschädigt. Die Tür machst du hier nicht auf. Du wirst die Zielperson, die ich retten muss, nicht töten. Geht mal ein bisschen hier und feuert von hier aus. Nein, 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 nein. Und kaputt. Hä, was schießt denn jetzt? Hier hat irgendwo eine Explosion stattgefunden eben. Und jetzt ist verletzt. Aus einem mir unbekannten Grund. Gut, deswegen geh ich lieber hoch, wie du hier noch drauf gehst. Obwohl, nein, du gehst in den Panzer. Ich will wenigstens einen mit Energiewaffe in den Panzer sitzen haben. Denn der Trupp wird dann nämlich von hier oben agieren. Ihr geht wieder runter. Ich sehe auf die Uhr. Ich sehe, ich muss allerdings schon die Völkelader beenden an dieser Stelle. Die halbe Stunde ist jetzt erreicht, also tut mir leid. Vergesst also nicht zu liken und zu abonnieren. Geh runter. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge, dann werden wir mit dem Dreiertrupp in das Gebäude reingehen. Die rücken ein bisschen weiter vor, werden den plündern. Und dann werde ich versuchen, mit dem Dreiertrupp hier das Haus zu säubern. Dann kann der Dreiertrupp dann hier das Gebiet säubern. Ich weiß, wie viele Panzer durchkommen hier überhaupt, keine Ahnung. Und sonst würde ich dann, wie gesagt, hier rumgehen, dann als nächstes dann das Gebäude hier einnehmen. Dann können wir dann von hier aus dahin gehen, dann geht das schon. So groß ist die Karte nicht. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.